4. Hallo zusammen und herzlich willkommen hier zu einem neuen Part von Gran Turismo 4. Heute fahren wir hier die amerikanische Meisterschaft und noch als Ankündigung noch, morgen läuft der erste Gran Turismo Stream. Das werde ich im Laufe des Parts noch ein bisschen weiter erklären. Wir schauen uns erstmal hier die Fahrzeuge uns an von Dodge. Sind ja jetzt nicht so viele Fahrzeuge. Und die Viper ist auch noch natürlich hier. Ja, wir starten schon mal die Meisterschaft. Nicht wundern. Ich habe das jetzt hier fertig, ignoriert das einfach jetzt. Ich werde jetzt hier einen Cut setzen und ja, den richtigen, hoffentlich die richtigen Gegner erwischen. Deswegen kommt hier ein Cut jetzt. So, das sind die richtigen Gegner, beziehungsweise ich wollte hier unbedingt einen Gegner haben. Das ist der Charpol 2J, dazu komme ich dann gleich. Wir starten mal das Rennen, kriegen jetzt nur 31 Punkte, aber glaub mir, der Typ, also der mit dem Charpol, der ist super schnell unterwegs. Und deswegen habe ich mir auch sicherheitshalber Nitro gekauft. Also das dritte Rennen habe ich nicht gewonnen, weil ich kein Nitro hatte. Also wir können uns jetzt gefasst machen. Ja, die ersten zwei Rennen kann ich schon mal euch verraten, sind ein kleines bisschen langsam. Ja, nicht so ganz spektakulär eigentlich. Ja, mal gucken. Vielleicht überholt jetzt der Charpol-Fahrer hier die anderen zwei sofort. Okay, der hat schon sein Teamkollege da überholt. Also. Ja, nicht Teamkollege, sondern der fährt dieselbe Marke hier. Ist auch, glaube ich, von Platz 4 ausgestartet, oder? Oder Platz 3, meine ich. Keine Ahnung. Oh. Ja, aber dieser Wagen hier, der vor uns jetzt ist, der hat zwei Ventilatoren hinten. Das ist der sogenannte Staubsauger mit dem Wagen. Der saugt halt Luft und wird auf den Boden halt gepresst. Ich bin ja jetzt kein Mechaniker. Ich kann jetzt nicht genau erklären, wie das genau funktioniert. Aber so in der Art wird es eigentlich, glaube ich, klappen, funktionieren. Der Wagen ist verdammt revolutionär. Ich meine, es gibt ein Formel 1 Team, ich meine Brabham war das ja, die haben Ende der 70er auch ein Staubsaugerfahrzeug gebaut, auch mit einem Ventilator hinten. Der Wagen hat auch die ganze Zeit Luft gesaugt und hatte Anpressdruck ohne Ende gehabt. Und der Niki Lauda, der hat das Rennen in Schweden, Understop, gewonnen. Das war auch, da wurde auch der Wagen zum ersten Mal eingesetzt und auch zum letzten Mal. Dann hat direkt nach diesem Rennen hat dann die FIA das dann halt verboten mit Ventilator hinten ja, Ventilator zu fahren. Denn zuerst einmal, die Gegner haben sich wahrscheinlich beschwert, dass Brabham aber viel zu schnell wäre. Und ein anderes Problem, die anderen Fahrer, die hinter einem Brabham fahren, die haben die ganze Zeit irgendwelche Staubkörner oder so auf die, ja, würde schon Fresse sagen, ja, auf die Fresse bekommen, so, sag ich mal jetzt mal so direkt. Denn der Wagen, der spuckt auch halt sehr viel Dreck raus und dementsprechend, wenn einer hinter ihm fährt, dann kriegt er immer viel Dreck ab und das ist natürlich für die Fahrer sehr unangenehm und auch vielleicht sogar gefährlich, weswegen dann die FIA gesagt hat, nee, so nicht. Wir verbieten das jetzt, ja. Und auch die richtige Entscheidung, wie ich finde. Weil sowas geht gar nicht, aber der Wagen, der war richtig revolutionär. Also die Erfindung an sich ist wirklich super. Nur halt, ne, ein bisschen blöd für die hinten fahren. Und ich weiß nicht, ob es noch weitere Staubsaugerfahrzeuge gibt. Ich kenne jetzt nur die zwei Fahrzeuge. Also hier dieser Charpol 2J und dieser Brabham. Ansonsten, ja, gibt es eigentlich nicht so viele Fahrzeuge, also die ich jetzt kenne, die auch mit so einem Staubsauger-Treibwerk fahren. Ist auf jeden Fall eine sehr interessante Erfindung. Ja, noch eine Sache. Wir streamen ja ab morgen. Und keine Sorge, wir werden jetzt nicht irgendwie jetzt nur noch streamen, sondern ich werde es halt gelegentlich machen. Je nachdem, ob es... Also ich möchte halt versuchen, nur Livestreams zu machen, die auch wirklich notwendig sind. Also so Meisterschaften, die irgendwie 2 Stunden lang dauern. Und ich will ja meistens immer eine Meisterschaft in einem Run halt in einem Video halt zeigen. Deswegen gibt es hier einige Videos, die sind jetzt nur 15 Minuten lang. Andere Videos wiederum 50 Minuten und, so, und sogar länger. Und es gibt ja die Rallye. Meisterschaft bzw. die Rallye-Liga, Spezial-Events heißt es ja eigentlich. Da sind wir jetzt schon alle leichte Rennen gefahren. Jetzt kommen die Mittelrennen. Die wollte ich jetzt dann morgen streamen.
Und es gibt noch zwei weitere Meisterschaften, die ich auf jeden Fall auch streamen werde. Ich weiß aber jetzt nicht, ob dann direkt danach oder dann erst eine Woche später oder so. Und zwar gibt es ja noch in der Profiliga noch die Weltmeisterschaft. Da müssen wir 10 Rennen insgesamt fahren und ein Rennen dauert so mindestens Pi mal Daumen 20 Minuten, vielleicht sogar noch länger. Ja, 20 Minuten ist ein bisschen übertrieben, aber doch, sollte eigentlich sogar passen fast. Ja, sagen wir mal durchschnittlich 17 Minuten oder so ähnlich. Und da dauert die komplette Meisterschaft schon halt über 2 Stunden vielleicht, sogar länger. Und das möchte ich auch dann gerne streamen. Aber so kleinere Meisterschaften, zum Beispiel wie die A3-Meisterschaft im letzten Part, die werde ich natürlich dann weiterhin als Let's Play-Format dann rausbringen. Ich finde das persönlich halt besser, wenn man die Videos halt dann halt als Let's Play-Format dann sich anguckt, weil bei Livestreams, da ist man eigentlich zu sehr so mit dem Chat beschäftigt. Aber bei so längeren Rennen ist das, glaube ich, dann in Ordnung wiederum. Also vor allem beim 24-Stunden-Rennen findet ja Ende Mai statt, ein Livestream dazu. Ich habe immer noch nicht nachgeschaut, wann das echte 24-Stunden-Rennen da mitfährt. Oh mein Gott, ich muss die ganze Zeit irgendwie rülpsen, ich weiß nicht wieso. Und ja, wie waren wir jetzt? 12.35 Uhr, okay, passt von der Zeit her. Was für mich auf jeden Fall jetzt ein bisschen blöd ist, ich produziere ja gerne vor ein bisschen, so eine Woche vor. Jetzt muss ich auch ich habe heute den 4.4. und ich glaube, der Livestream sollte am 10.4., also am Freitag auf jeden Fall kommen. Ja, da sollte der 10.4. sein. Das heißt also jetzt, ich kann 6 Tage lang nicht mehr Gran Turismo zocken. Ja, eigentlich schon. Ihr habt auch sicherlich gemerkt, oben rechts habt ihr bestimmt gesehen am Anfang, dass ich nur 80.000 Credits habe. Das werdet ihr auch gleich sehen. Ich kann ja ein bisschen offscreen ja Geld farmen. Muss ich ja dringend machen, denn ich wollte ja die Black Cars nicht mehr kaufen. Und zu den Black Cars werde ich auch, denke ich, mal eine spezielle Folge rausbringen. Und euch mal ein bisschen die Autos zeigen. Weil die Black Cars, das sind insgesamt 4 Autos, müssen wir 8 Millionen Credits insgesamt haben. Die sind schon geil. Die sind echt geil. Die sehen optisch halt sehr, sehr geil aus. Und ich denke mal, mindestens ein von dem Fahrzeug kann ich ja wahrscheinlich für ein 24-Stunden-Rennen nehmen. Es gibt ja hier Le Mans 2 Rennen, die wir hier fahren müssen, 24-Stunden-Rennen. Und ich glaube, eins von den 4, oder vielleicht sogar 2, werde ich dann jeweils für das 24-Stunden-Rennen aufnehmen dann. Das ist, denke ich mal, eine coole Sache. Ja, und spezielle Folge heißt, ich kaufe mir die Autos. Ich zeige euch die Autos ein bisschen, fahre mal vielleicht, ich zeige euch vielleicht mal so ein paar andere Dinge. Meine Gran Turismo bietet ja nicht nur Rennen an, sondern man kann ja auch die Drag-Rennen auch fahren und auch ja, die Leistung und so weiter testen, halt immer so einen Speed-Test machen von 0 auf 100 Meter oder nee, wie war das immer, von 0 auf 1000 Meter oder so, kann man ja halt so einen Speed-Test machen. Das kann ich euch noch zeigen. Und Fotomodus, stimmt, Fotomodus haben wir ja auch gar nicht gemacht und es ist auch neu dazugekommen in Gran Turismo 4. Das kann ich euch auch gerne dann einmal zeigen. Stimmt, total vergessen. Weiter geht's. So. Ja, das Rennen ist auch recht puppy einfach hier in Phoenian Raceway. Also ich kann es aus Erfahrung sagen, weil ich hier schon mit der Viper gefahren bin. Aber New York hat es wirklich in sich gehabt. Und das habe ich leider nicht gewonnen. Ich bin mal gespannt. Also ich hoffe, dass ich jetzt mit Nitro auch das gewinnen werde. Ich werde auch Nitro gar nicht nutzen. Ich werde wirklich die Nitro-Taste wirklich vermeiden. Nur in New York werde ich die nutzen dann. Und vielleicht die anderen Strecken. Die anderen Strecken bin ich noch nicht gefahren. Aber ich glaube, New York ist schon auf jeden Fall must-have. Da Booster aktivieren. Und ich muss sagen, die Viper übrigens, die lässt sich wunderbar fahren, wirklich. Die ist echt wunderschön zu fahren. Kann ich mir sogar, vielleicht sogar für ein 24-Stunden-Rennen mir vorstellen. Das ist die Viper aber wahrscheinlich viel zu schnell und ich möchte ein wirklich ein passendes Auto auch für das 24-Stunden-Rennen Nordschleife auch nehmen. Und ich habe mir auch schon so also ein bisschen Gedanken gemacht, dazu werden wir aber erst dann später kommen. Also nicht heute, sondern erst im nächsten Monat. Okay. Yeah.
Motorsteuer jetzt hier gehabt. Nicht gut. Also ich bin hier schon so häufig gefahren in diesem Rennen. Ich hab langsam die Schnauze voll hier. Ich möchte aber jetzt noch die Meisterschaft hier gewinnen und dann die Meisterschaft nie wiedersehen, weil die ist schon echt. Also hier wirklich viele Punkte zu sammeln, ey, das ist wirklich. Da muss man wirklich viel, viel, viel Zeit investieren. Ich habe zuerst, wie gesagt, mit dem C2 versucht, hier mal die Meisterschaft zu starten. Habe das erste Rennen gewonnen mit dem C2, also C2 Race Car. Habe da auch für das Rennen dann 150 Punkte bekommen. Ja, aber dann wiederum dieses Rennen hier in Infinity Raceway nicht gewonnen. Ja, und dieselbe Geschichte fast mit der Viper auch. Die ersten zwei Rennen gewonnen. Und das dritte Rennen, New York, dann wieder nicht gewonnen. Und ich habe da schon halt aufgenommen auch richtig. Ne? Ich habe da auch die ganze Zeit gelabert. Und das, was ich euch erzähle, sage ich jetzt zum vierten oder fünften Mal jetzt. Das ist irgendwie, das ist schon nervig. Aber so muss das auch leider. So ist das leider auch. Meine, die Gegner sind hier vielfältig, so rum. So wie in der Weltklassikermeisterschaft. Da halt die perfekten Gegner zu kriegen, ist eigentlich, also ist schon möglich, aber man muss da wirklich sehr viel Zeit investieren und dann halt, ne. Da habe ich jetzt keine Lust und deswegen, scheiß drauf. Wir kriegen jetzt pro Rennen nur 30 Aspektpunkte. Reicht für mich vollkommen aus. Ich weiß, ich rechtfertige mich die ganze Zeit jetzt. Wollte ich aber nur einmal so nochmal euch informieren. Wie hart ich hier schon, also wie lange ich hier schon dran sitze wegen dieser blöde Meisterschaft hier. Naja, aber ich bin jetzt einfach froh, dass wir jetzt hoffentlich es gewinnen werden. Mit Nitro bin ich auf jeden Fall sehr sicher, safe. Oh, ich habe vor der Aufnahme noch ein bisschen Rage Against the Machine gehört. Killing in the Name. Richtig geiles Lied. Ich habe mir ein paar Live-Aufnahmen davon angeschaut. Von 1993 gibt es da eine Aufnahme. Übrigens, also Rage Against the Machine ist eine Crossover-Band. Und ja, Anfang der 90er, Mitte der 90er, halt wirklich mega populär. Und die wollten eigentlich heute, also dieses Jahr, ein Reunion-Show machen. Also die haben schon seit 9 Jahren nicht mal live gespielt. Und weil dann wieder hier schön dieses Jahr wieder eine Live-Show machen. Geht leider nicht. Ja, wegen Virus und Corona. Aber dazu habe ich ja auch schon genug was gesagt. Deswegen werde ich ja nicht mal jetzt darüber sprechen. Ja, leider sehr, sehr schade. Auch ein Konzert, wo ich sogar hingehen wollte, in Bochum, ist A Day to Remember, ja, die nennen ihre Musikrichtung Moshpop, die machen Metalcore mit Pop-Elemente, zumindest waren das immer so die ersten 3 Alben so gewesen, heutzutage ist es mehr jetzt schon, ja, schwierig, was ist jetzt heutzutage A Day to Remember, die machen immer noch so Metalcore-mäßig was, aber auch dann mehr Punkrock ein bisschen so jetzt in letzter Zeit auch. Naja, aber ich finde die Band bis heute immer noch richtig geil. Das gleiche auch mit Linkin Park. Aber A Day to Remember, eine richtig, richtig geile Band. Das Lustige ist, mein Musikgeschmack hat sich ja auch dramatisch irgendwie geändert. So die ersten 20 Jahre habe ich eigentlich nur hauptsächlich Rock, Metalcore, Deathcore sogar auch gehört. Aber in letzter Zeit, so die letzten 5-6 Jahre, da habe ich jetzt auch angefangen, mehr EDM zu hören auch. Mehr Richtung Trap. Dubstep habe ich damals schon recht gerne gehört, aber ich höre jetzt eigentlich mehr Trap. Und Trap ist so meine EDM, mein EDM-Geschmack. Und immer wenn ich mit einem Kollegen irgendwo hinfahren mit seinem Auto, der hat eine richtig fette Bassanlage, ey. Immer richtig fett Trap-Musik anmachen und dann richtig Bass genießen, ey. Das ist echt krass, immer bei denen.
Ja, aber ich glaube, EDM und Metalcore und Rock allgemein ist so meine Geschmacksrichtung. Und das wird sich auch dann nicht mehr ändern, denke ich mal. Das wird immer so bleiben, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass ich in 10, 20 Jahren dann auf einmal Schlager höre oder sowas ähnliches. Mainstream höre ich überhaupt nicht. Also Mainstream ist nichts für mich irgendwie. Ich weiß nicht wieso. Die ganzen Lieder, die im Radio laufen, irgendwie, keine Ahnung, die sind für mich einfach zum Mainstream. Die hören sich vielleicht gut an, aber sowas würde ich privat nicht hören. Keine Ahnung wieso. So. Oh, das war knapp. Und so, jetzt kommt meine Angststrecke. Jetzt kommt New York. Und da hatte ich wohl keine. Guck mal, wir haben hier 23 Sekunden Vorsprung. Das hatte ich auch vorhin gehabt. 23 Sekunden Vorsprung oder so gehabt und dann New York. Keine Chance gehabt. So, Entschuldigung, irgendwie habe ich die ganze Zeit Husten. Das ist jetzt kein Symptom für, ne? Ihr wisst schon, ich wollte jetzt nicht drüber sprechen, wegen Corona und so ein Scheiß, aber mir geht's eigentlich soweit gut. Keine Ahnung. Werde ich auf jeden Fall beobachten. So. Jetzt habe ich hier ein bisschen Schiss. New York, da ist der Chapol 2J recht schnell. Ich will erstmal kein Intro nehmen. So erst ab Runde 2, ab Runde 3, wenn ich merke, nee, kann ich aufholen. Dann werde ich ein Intro nutzen. Oh, Mann. Okay, das Problem erstmal sie zu überholen, das ist schon mal gut. Und wir haben eigentlich auch Glück, dass der 2J von Platz 1 ausstartet. Okay, jetzt ist aber erster. Okay, jetzt muss ich aber Vollgas geben, Alter, meine Güte. Volle Konzentration, ich werde mich jetzt hier wirklich konzentrieren wieder mal. Und nicht so viel Smalltalk machen jetzt. Denn der ist ja schnell unterwegs, wie man jetzt sieht. Vielleicht kriegen wir jetzt schon einen Windschatten hier. 1,1 Sekunden, ja, das sieht gut aus. Ich glaub, jetzt kriegen wir keinen Windschatten mehr. Ab unter einer Sekunde kriegen wir Windschatten, meine ich. Die letzte Kurve, die ist so hakelig zu fahren hier mit der Viper. Ja, jetzt haben wir wieder ein bisschen Rutscher verloren. Das meine ich. Also der ist hier unglaublich schnell hier. Okay, ich glaube, wir holen jetzt nicht so viele auf, deswegen werde ich jetzt Nitro nehmen. So. Der ist aktiviert, jawohl. Ich glaube, hier holen wir auch noch gut aus. Aber dann, wenn hier die letzte Kurve kommt. Die letzte Kurve, da haben wir irgendwie keine Chance. Okay, komm, ich nehme jetzt Windschatten hier. Ein Dive-Bomb werde ich jetzt noch nicht. Wird auch nicht viel bringen, weil er mich sowieso gleich überholen wird. So, aber jetzt, come on! Boah, 320, jetzt komme ich jetzt unser Topspeed. So schnell waren wir noch nie, oder? Was war jetzt eigentlich unser Topspeed? Also, ich meine, ach nee, unser Topspeed war ja internationale A-Lizenz-Prüfung mit
Nissan Gruppe C Fahrzeug, letzte Prüfung. Da sind wir in die Le Mans Prüfung gefahren. 170 sind wir, glaube ich, gefahren hier. Aber mit dem Wagen können wir eigentlich sogar, also mit dem Gruppe C Fahrzeug können wir eigentlich locker auch 400 erreichen. Nur die Übersetzung war halt ein bisschen zu niedrig übersetzt. Wäre Getriebe über, ja, über 400 übersetzt, ja, dann easy peasy 400 nicht mehr erreichen. Oh, oh. Okay. So, ich bereite mal ein bisschen vor für Verteidigung hier. Also ich will jetzt kein Nitro nehmen. Wir brauchen definitiv noch weiter Nitro hier. Also ich mache jetzt die Formel 1 nach. Okay. Oh boy. Ich wollte ja noch mal sagen, wir kriegen für dieses Rennen nur 30 Punkte. Nur 30 Punkte, jawohl. Ja. So. Ich brauche auf jeden Fall noch ein bisschen Nitro hier, deswegen drei Streifen, Nitro. Da würde ich mich sicher definitiv. Hier sollten wir jetzt unser Vorsprung ausbauen. Auch. So, jetzt schön Nitro nehmen. Und jetzt loslassen. Okay. Und jetzt haben wir zwei Streifen Nitro. Werde ich dann zum Schluss verballern hier. Jawoll, oh mein Gott. Also guck mal, wirklich, hätten wir hier kein Nitro, ne, hätten wir die Meisterschaft nicht gewonnen, also das Rennen nicht gewonnen. Huh, 31 Punkte, jawoll, was ist das für ein, das ist einfach nur ein Witz. Einfach nur ein Witz. Ich weiß jetzt nicht, wie schnell die Fahrzeuge hier sind. Und erster stehender Start hier in der Meisterschaft. Okay, und startmäßig sind wir eigentlich ganz gut dabei jetzt. Jetzt müssen wir wieder auf den Chapal hier achten. Aber der steckt jetzt hier gerade fest. Das ist unsere Chance jetzt. Ich frage mich, warum man für die Meisterschaft nur die Nationallizenz benötigt. Ich meine, ich habe ja solche Probleme hier, diese Meisterschaft zu gewinnen. Und meine Nationallizenz, ne? Da hat man ja, wenn man die Nationallizenz hat, da hat man ja nicht so, hat man normalerweise nicht so viel Kohle. Und ich habe mir jetzt für die Viper hier 1 Million Credits bezahlt. 1 Million, weil wir sonst kein anderes Rennauto hätten. Ah, die Kurve, ah, die Kurve ist auch sehr tricky. Gut. Also das ist wieder so ein Rennen, wo ich sage, ja, wir brauchen da hier uns keine Sorgen zu machen. Wir werden das locker flockig jetzt gewinnen. Wieder mit 30 Sekunden Vorsprung. Also New York ist wirklich eine richtige Angststrecke, je nachdem, was man für ein Auto fährt. Weil ich versuche ja immer die Rennen halt mit einem Auto zu gewinnen, das eigentlich nicht so schnell ist. Also von Topspeed her und alles. Aber bei New York, da muss man immer halt aufpassen. Werden wir auch notieren.
Oh, oh, oh. Ja, die Kurve ist auch hier gefährlich. Also allgemein, diese Kurve hier, also beziehungsweise diese Stelle hier mit der Brücke, ist unglaublich gefährlich, auch im Real Life. Also wenn man hier in Real Life ein Rennen fährt, oh boy, aber die Strecke ist allgemein gefährlich. Guck mal, hier rechts direkt und ist direkt hier, hier gibt es kein Runoff-Area, wenn man hier Bremsversagen hat. Kopf hier, bist du tot. Also die Strecke ist ja definitiv nicht sicher und hier würde man niemals ein Formel 1 Rennen auch fahren. Ich weiß auch gar nicht, was das für eine Strecke ist eigentlich, also Strecke sein soll. Ich glaube, das soll schon eine permanente Strecke sein. Oder soll das, ist das eine halb Straßenstrecke, also so wie in Le Mans jetzt. Weil, guck mal, wenn wir jetzt hier entlang fahren, warum ist hier in der Mitte hier die Linie durch immer gestrichelt? Normalerweise heißt es das ja, dass hier die Autos ja fahren, also im Privatverkehr und alles. Keine Ahnung. Ich stelle Fragen, ne? Ganz komische Fragen hier. So. 1,38,9. Mal schauen wir, ob wir eine Zeit unter 1,38 fahren können. Aber hier habe ich ja vorhin mich total verbremst und deswegen sollten wir eigentlich eine 1,38 jetzt fahren können. Come on! Och man, ey, ich mag die Stelle hier nicht. Die Stelle ist wirklich schlimm hier. Man braucht ja eigentlich fast schon mehr Glück, um hier die Stelle ordentlich zu treffen. Aber was kommt denn noch als Strecke hier? Ich weiß gar nicht. Das sind eigentlich die vier einzigen amerikanischen Strecken, ne? Ich meine, die erste Strecke ist Seattle Circuit. Ist noch eine amerikanische Strecke? Ja, Laguna Seca, natürlich. Ja, das würde dann locker, ja, auf jeden Fall passen, Laguna Seca hier. Das ist wirklich eine rein amerikanische Meisterschaft hier, das ist echt cool. Können wir ja mal vielleicht ein bisschen über Amerika wieder reden, keine Ahnung. Ich habe ja schon was über Amerika gesagt, dass ich hier das Land, also USA jetzt besser gesagt, an sich schön finde, nur halt einige Gebiete. Einige Gebiete sind jetzt, wo ich sage, nee, da möchte ich lieber nicht wohnen. Das sind diese Gangstergebiete. Ist ja in jedem Land. Ich meine, hier in Deutschland gibt es ja auch einige Gebiete, wo ich jetzt sage, nee, da möchte ich jetzt nicht wohnen. Aber wenn ich jetzt einen Ball hätte, entweder jetzt Kanada oder USA zu leben, wohnen, dann würde ich Kanada nehmen. Ich weiß nicht, wie es dann Waffengesetze da so ist. Ich denke mal, in Kanada sind, kann man nicht so einfach Waffen kaufen wie in den USA. Und da würde ich mich auch, glaube ich, wohler fühlen dann in Kanada. Und Kanada hat auch wirklich unglaublich schöne Gebiete auch. Hat zwar auch USA, ich meine, da gibt es ja so einen Park, Yellowstone Park, glaube ich, heißt dieser Park. Ist auch da wunderschön dort alles, ne? Und es gibt da so einen YouTuber, ich habe jetzt den Namen vergessen, wie der heißt, der lebt ja auch so in so einem Naturgebiet in den USA. Und er macht da regelmäßig halt so ein paar Videos. Das sieht alles sehr, sehr relaxed aus bei denen. Ach nee, wow, ich wollte schon fast auf Rennen abbrechen drücken, ey. So, Laguna Seca, 5 Runden. Joa. Kann ich mit leben. Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass das Chapeau auch mega schnell ist jetzt. Auf dieser Strecke. Hm.
Deswegen weite ich schon mal Nitro ein bisschen vor. Ich werde jetzt nicht nutzen. Aber unter Beobachtung jetzt hier. Okay, die Strecke ist halt wiederum, hier gibt es keine langen Geraden, weswegen wir hier jetzt Probleme haben. Also unsere Stärke ist immer noch, hier sind die Kurven. Und wir können irgendwie später bremsen als die KIs hier. Bei so Strecken mit langen Geraden, wie New York zum Beispiel, da hätten wir jetzt Probleme. Also wir hätten hier, glaube ich, vor allem in Fuji Probleme. Jawohl. Hier aber jetzt zum Glück erstmal nicht. Oh, ich kann mich an die eine Lizenzkurve von hier erinnern. Korkenzieherkurve in Gran Turismo. Mit einem Viper. In 2 und 3, diese Prüfung existiert in Gran Turismo 4 leider nicht. Das ist ein bisschen schade. Wenn ich so zurück überlege, ich kann mich an die ganzen GT5-Prüfungen gar nicht mehr erinnern. Ich habe da auch alles Gold geschafft und alles, ne? Ich kann mich aber an null mehr erinnern. Ich weiß auch gar nicht, ob da überhaupt, also wie viele Prüfungen wir überhaupt da fahren müssen. Ich glaube 10 waren das, oder? Pro Lizenz. Gut, der hinter uns, der macht jetzt nicht so viel Stress wie befürchtet. Also ich habe eigentlich befürchtet, dass wir hier Probleme kriegen auf dieser Strecke. Es ist aber jetzt zum Glück nicht so der Fall. Oh Mann, okay. Wenn ich aber so die ganze Zeit fahre, dann vielleicht schon. Der hat jetzt nur ganz minimal aufgeholt. Oh, wie gesagt, ich habe einen Ohrwurm jetzt gerade, ey. Richtig geile Band. Rage Against the Machine. Ja, wir haben jetzt sogar Vorsprung richtig gut aufgebaut. Jetzt haben wir 5 Sekunden Vorsprung. Mein Gott, ey, die Kurve. Irgendwie treffe ich die voll falsch. Ich weiß nicht wieso. Und irgendwie fahre ich jetzt allgemein hier richtig PPAA. Was mache ich da? Also jetzt gerade wirklich ganz ehrlich, ich fahre jetzt irgendwie gerade nicht gut. Keine Ahnung wieso. Aber jetzt versuche ich mal eine gute Runde zu kriegen. So, jetzt. Ich habe jetzt die Kurve mega vorsichtig genommen. Ich glaube, das ist jetzt so in Ordnung.
Oh, ich merke jetzt auch erst jetzt richtig. Der Wagen hat einen richtig krassen Diffuser, ne? Unten. Da sieht man hier halt, sag ich mal, so eine Stange mit vier Zacken. Er ist ein Diffuser und da hat der Ross Brawn damals ja, 2003 war das, in der Formel 1, den sogenannten Doppeldiffuser entwickelt. Und am Brawn GP 2009 wurde der Konstrukteur und Jenson Button auch Weltmeister mit Brawn GP, weil Ross Brawn der Erste war, der diesen Doppeldiffuser entwickelt hat. Ich will nicht fragen, wie das genau, was das genau ist. Ich habe das immer nur so gehört. Wie das funktioniert, ich weiß nicht, wie es ungefähr aussieht, aber ich weiß nicht genau, wie das funktioniert. Deswegen, wenn ihr wissen möchtet, wie so ein Doppeldiffuser funktioniert, am besten googeln. Google ist dein Freund. Ich hab da keine Ahnung. Oh, schon wieder hätte ich da fast hier wieder off-track gefahren, ey, mein Gott. Gut, endlich sind wir mit der Meisterschaft durch. Und ja, ich bin mega gespannt, was wir für ein Fahrzeug kriegen. Ich hoffe, dass wir vielleicht, also ein Chapal 2J können wir, glaube ich, nicht gewinnen, weil den Wagen kann man so an sich kaufen. Das habe ich vorhin nachgeschaut. Man kann den Wagen kaufen und man gewinnt eigentlich Fahrzeuge, die man nicht kaufen kann, hier hauptsächlich. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass wir einen Chapal hier gewinnen. Ja, mein Wunsch wäre so ein Ford GT vielleicht, Ford GT als Rennwagen. Mal gucken und... Ja gut, und was gewinnen wir jetzt? Oh wow. Ein C1. Geil. Ah, sieht aber optisch recht cool aus, dieser Wagen hier. Ja, sind endlich jetzt hier durch mit der Meisterschaft. Meine Fresse. Ja gut, ich zeige euch schon, was ich meine. Also morgen fahren wir hier, wenn wir jetzt hier uns runterscrollen, hier ab hier die normal Rallye-Meisterschaften, also Rallye-Events. Wir gucken uns natürlich hier die Specs an von dem Wagen hier, von C1. So, wo ist ein C1? C1. Boah, ist immer so ein Qual jetzt. Ich glaube, das würde ich jetzt immer cutten hier. Wo ist denn der Wagen? Da! Meine Güte, ey. Wow. Sieht optisch wirklich geil aus, aber sieht auch eigentlich überhaupt nicht aus wie ein Corvette. Ja. Ist auch jetzt nicht besonders schnell. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns dann morgen im Stream. Bis dann. Ciao, ciao.